Hallöchen Freunde und willkommen zurück zu Let's Play Grim Tales 12 Cravage. Wir befinden uns in Cravage und wir müssen jetzt ein sehr seltsames Uhrenrätsel machen. Wir lesen erstmal die Info. Ordne die kleinen Uhren so an, dass ihre Räder einen Kreis in der Mitte bilden. Du kannst ihre Position nur über die gekreuzten Linien in der Mitte vertauschen. Okay. Okay, dann geht das nur so. Also die kann ich nicht tauschen. Ich kann nur die beiden tauschen, okay. Halt so halb so gut. Ich kann immer nur die beiden tauschen, oder wie? Dass ich jetzt nicht so gegenüberliegend tauschen kann. Jetzt wär's fast richtig. Oh Gott. Ihr kennt mich so in der Richtung, wenn ich mal ein Minispiel anfange, dann versuche ich so lange, bis ich es schaffe. Eigentlich nur im Stream. Aber irgendwie triggert mich das jetzt hier. Entschuldigung. Man darf sich doch mal freuen. Was? This basement is incredible. It looks like a scientist lived here. Look, I think you can forge letters and documents on that desk. Take this. It might come in handy. Ich liebe jetzt die Synchronstimme von Richard Gray irgendwie. So Schlusswörter immer so. Voll so, als würde es ihm anstrengen. Okay, hier brauchen wir drei Symbole wieder. Eins von drei Schriftrollenemblemen. Da können die rein. Was haben wir denn? Ja, wenn ich da klicke, kommt das dabei raus. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Hier brauchen wir Öl. Ist da Öl drin? War mir klar, dass die wieder leer ist. Wäre auch zu schön, um wahr zu sein.
dass solche Ölkannen mal voll sind bei Grim Tales. Alter, die Schlüsselmeister. Ja, wie kann ich bloß die... Ah, vielleicht so. Noch ein Schriftrollen-Emblem. Und da können wir den Schlüssel dafür nutzen. Da brauchen wir noch einen Schlüssel. Yay. Und ich habe nichts zum Schloss knacken. Vielleicht soll ich mal Richards Schädel dagegen werfen. Vielleicht hilft es ja. Die Tinte ist leer. Dann brauchen wir Tinte. Einkaufsliste. Okay, jetzt können wir zu den Typen gehen und sagen, ja, wir brauchen das und das und das. Aber Feuer. Erstmal so. Dann gehen wir wieder hier rein. Hier brauchten wir nämlich die Herzchen. Eins von zwei. Ah. Okay, kann man hier wahrscheinlich einen als Dietrich nutzen. Und da haben wir Nummer zwei. Nur die Frage, wo das hingehört, habe ich noch keine Ahnung. Habe ich noch nichts, was ich da sagen kann, wo das Ding hier hingehört. Ja, ich hätte gern hier das. Darf ich haben? Oder, ich glaube, ich brauche da wieder Münzen, kann das sein? Ich brauche Geld, um etwas zu kaufen. Ja, ist mir bewusst. Was sagt die Karte? Einmal hier, einmal hier. Ach ja, genau, der Hahn. Jetzt brauche ich... Ah, Öl. Öl. Gut, dann haben wir das. Und dann können wir das hier machen. Schaut ein bisschen eklig mal aus. Okay, das ist jetzt einfach. Hoffe ich mal. Zwei nach links. Sieben nach rechts. Eins nach links. Null nach rechts. Acht nach links. Und hier haben wir wieder ein Wimmelbild. Finde passendere Paare. In Münzform. Alle Roger und Kabocha. Money, money, money. Da füllt sich unsere Geldbörse. Jawohl. Mit verschiedenen Münzen. Die wahrscheinlich zu verschiedenen Regionen gehören, aber ich will es mal nicht so streng sein mit dem. Ja, der Gegenstand ist zum Beispiel auch schon mal da gewesen bei Crimson Hollow. Also mir, es fällt halt auf. Was soll ich da machen, wenn es einen auffällt? So. Ja, wieso mache ich das eigentlich so? Ja, jupp. Ja, ich hätte gern die Sachen. Hier hast du dein Geld. Danke schön. Was ist das denn? Tinte. Okay. Nichts zu tun. Okay. Aber wisst ihr, was ich mich frage? Wenn das so im Mittelalter ist, mal ganz ehrlich,
Wieso hat der Typ dann hier eine moderne Schreibmaschine oder in der sowas in der Richtung? What the? Fälschung ist ein Verbrechen, aber das Risiko gehe ich ein. Info. Wähle die richtige Schriftart, Schriftgröße und Farbe aus, um das Dokument zu fälschen. Wo sehe ich, welche Farbe das ist? Ah, hier. Ist das rot? Ich glaube ja. Ja, wie ändere ich die Schriftart? Strange, auf jeden Fall. Wahnsinn, also das ist mal ein Minispiel. Also das muss jetzt schon mal, die Schriftart muss schon mal stimmen. Die Farbe auch, ist das etwa ein anderes Rot? Also Druckschrift ist es auf dem Fett geschrieben, ist es jedenfalls nicht. Ich weiß nicht, was gefehlt hat, aber ich mache jetzt auf Überspringen, Freunde. Es war schon cool, aber irgendwie unübersichtlich irgendwie. What the fuck? Let me go! Where are you taking me? That monster will escape. Silence, witch! We'll deal with that monster later. Where are you from? You're no local, that's for certain. No matter. We have men who are gifted at loosening tongues. Well, well, Anna, my dear, look at you. You're trapped. Don't you think that's unfair? Don't worry, you won't die. Not here, at least. Der ist irgendwie schadenfroh. You've always been clever, but introverted. Even when you were little.
But now you've gotten yourself in big trouble, haven't you? I suppose I could bail you out. Here, use it wisely. Ja, voll der schadenfrohe Richard. Wahrscheinlich auch wieder 1 von 2, oder? Ja, nö, ich kann es hier einsetzen. Suppi. Da ist eine Glasscherbe. Die Scharniere sind völlig verrostet. Ja, aber meine Gegenstände nehmen sie nicht ab. Was sind das für schlappe Wachen? Ist ein bisschen schlampig. Aber hier hat ja jemand schon gewartet, ewig. Okay, ich weiß nicht, ob man die Figur hier sehen kann. Aber das ist der Tote hier ist aus Grim Tales, das zu Unrecht verdächtigt, wo die Elizabeth McRae getötet wurde. Der hockte auch in irgendeinem Verlies. Geil. Okay, mehr kann ich hier nicht machen. Nein, hier ist noch was. Alles klar. Wir haben ein Ziel. Okay, da hat er die Zeile vergessen, das Blatt vergessen. Mein Freund, ich habe erfahren, dass sie dich in diese Zelle stecken wollen. Deshalb habe ich etwas in der Wand für dich versteckt. Such nach der Fledermaus, zieh unter den deinen Kopfkissen nach. Dort findest du etwas, um dich, um die Gitterstäbe zu verbiegen. Ich hoffe, ich konnte dir helfen. Okay. Die Möwe hat mich fast gebissen. Vielleicht stimmt etwas erfressen sie freundlich. So, Zeit. Das Seil kann leider irgendwie nicht festbinden. Ich muss es etwas anderes einfallen lassen. Okay. Aber jetzt haben wir hier eine Fledermaus. Da ist ein Seil. Kann ich wahrscheinlich freihauen? Und was habe ich hier? Feuerstahl, okay. Ist ja wie im Mittelalter. Okay, finde was Foltergeräte. Das ist auf jeden Fall ein Foltergerät. Das ist eins, das ist eins, das ist eins. Das ist eins, das ist eins, das ist eins. Frag mich bitte nicht, woher ich das weiß. Ich habe solche auch daheim. Und wer mich hatet, der wird von mir gefoltert. Nee, Spaß. Wo könnte denn noch hier irgendwas eins sein? So, haben wir's. Jesus, Maria und Josef. Das ist cool gemacht. Ich musste gar nicht die Beschreibung lesen, also die Info.
You saw that witch with that monster? She's hiding something. We will question her soon. Meanwhile, that monster has not been killed yet. There is still much to do. Das ist zu einfach. Ich muss ihr Haus auf Spuren durchsuchen. Okay. Neue Ausgabe, finde Abigails Haus und verschaffe dir Zutritt. Okay. Please, miss, won't you show some mercy? I did see a girl wearing a white shirt and blue pants. She just ran by. I might tell you more, if you give me something valuable. Oh wow, du schäbiger kleiner Junge, ey. Ja, wir müssen rausfinden, was er weiß, aber das und vieles mehr in der nächsten Folge von Crimtaze 12, Cravage. Dankeschön fürs Zuschauen und bis bald.